Hallo, heute wird es etwas blumig. Es geht um eine Rose. Das passt in den Monat Juni, weil die Blume des Monats Juni ist die Rose. Ich meine aber nicht die Rose hier, sondern eine andere. Wir sehen sie, wenn wir vom Seiteneingang her in die Liboriuskirche gehen, von der Neuen Straße aus. Da befindet sich über der Eingangstür ein Bild. Und dieses Bild stellt unter anderem eine Rose dar. Man nennt dieses Bild die Lutherrose. Es ist ein Logo, das Martin Luther selbst entworfen hat. Seit 1517 verwendete er es in seinen Briefen. Logos kennen wir ja aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Zum Beispiel kennen wir alle den angebissenen Apfel auf Handys oder Tablets. Das ist ein Markenzeichen. Und viele geben viel Geld aus, um ein Produkt mit diesem Markenzeichen zu kaufen. Als Luther seine Rose zum Logo machte, da war er auch schon ein Markenzeichen. Er war bekannt in ganz Europa. Er hatte die Welt aus den Angeln gehoben und den Menschen eine neue Hoffnung gegeben. Und dann, 1530, schenkt ihm der damalige Prinz von Sachsen und spätere Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige einen Ring, in den dieses Logo, diese Lutherrose, eingearbeitet ist. Das war wie ein Stempel. Jetzt konnte Luther unter alles, was er geschrieben hatte, sein Zeichen setzen. Und auch heute verwenden wir dieses Logo, dieses Markenzeichen. Auf allem, was evangelisch-lutherisch ist, ist es zu finden. Und eben auch an der Liboriuskirche hier in Bremervörde, weil es eine evangelisch-lutherische Kirche ist. Denken wir noch einmal kurz an den angebissenen Apfel. Steve Jobs, der Erfinder der Marke Apple, hat sich später einmal erinnert, dass sein Markenzeichen eigentlich ohne viel Nachdenken entstanden ist. Er war damals Vegetarier und er hatte ein Logo für seine Firma in Auftrag gegeben. Da sich aber von seinen Mitarbeitern niemand zurückmeldete, sagte er, wenn zu einer bestimmten verabredeten Zeit kein Entwurf für ein Logo vorliegt, dann nimmt er das Bild eines angebissenen Apfels. Und so entstand eines der heutzutage am meisten bekannten Logos der Welt, eher durch einen Zufall, ohne tiefere Bedeutung. Später hat man noch manches versucht, in den angebissenen Apfel hinein zu interpretieren. Aber es blieb ursprünglich ein Symbol aus einer bloßen Laune, einem Zufall heraus, ohne tiefere Bedeutung. Das ist bei Martin Luthers Rose anders. Die Lutherrose ist für ihn die Zusammenfassung seines Glaubens. Da hat alles an diesem Bild eine besondere und tiefgründige Bedeutung. In einem Brief vom 8. Juli 1530 schreibt er selbst über die Lutherrose: Das erste sollte ein schwarzes Kreuz in einem Herzen sein, das seine natürliche rote Farbe hätte, damit ich mir selbst in Erinnerung rufe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig macht. Denn wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Das erste also das Herz. Das ist bereits sehr tiefgründig, denn alles im Leben beginnt ja mit einem Herz. Mit einem Herz, das schneller schlägt, wenn wir einem Menschen begegnen, den wir lieb haben. Mit einem Herz, dessen Schlag wir spüren, wenn uns irgendeine Situation in Angst oder Panik versetzt. Mit einem Herz, das vielleicht auch einmal seinen
Dienst versagt, wenn wir es zu sehr unter Druck oder einem zu hohen Tempo aussetzen. Alles beginnt mit dem Herz, auch der Glaube. Wenn du an Gott glaubst, dann berührt das dein Innerstes. Es geht um deine stärksten Gefühle. Es geht um Angst und um Vertrauen. An Gott glauben ist mehr als nur über ihn nachzudenken. Wenn eine Beziehung entsteht zwischen dir und Gott, dann ist immer dein Herz beteiligt. Dieser Glaube verändert deine Art, wie du die Welt siehst. Er verändert, was du für andere empfindest. Er verändert auch das, was du für dich selbst empfindest. Und deshalb finden wir im Innersten von Luthers Markenzeichen ein rotes Herz. In dieses Herz hineingelegt ist ein schwarzes Kreuz. Das Kreuz steht natürlich für Jesus. Und sein Kreuz zeigt uns Gott, wie er uns wirklich nahe kommt. Es gibt ja viele religiöse Vorstellungen von Gott. Es gibt so viele Religionen auf der Welt. Aber nur in einer Religion gibt es das, dass Gott sich ganz klein macht, dass er Mensch wird und dass er leidet, wie auch Menschen leiden können, dass er sogar am Kreuz stirbt. Nur die christliche Religion kennt das. Der Gott der Bibel, das ist der Gott, der dem Dunklen, dem Rätselhaften, dem Fragwürdigen nicht ferne bleibt, der es sich nicht auf Abstand hält, sondern der sich nicht scheut, sich ganz tief in dieses Dunkle, Abgründige hineinzubegeben. Und das zeigt uns das schwarze Kreuz im Zentrum der Lutherrose. Luther hat auch dieses Dunkle und Abgründige erlebt. Er wurde nicht fertig mit der Frage, wie das denn mit dem Glauben an Gott zusammenpassen kann. Und dann wurde ihm aber klar, es passt zusammen, weil sich dieser Gott vor dem Dunklen und Abgründigen nicht scheut, weil er sich nicht zu fein ist dafür. Gott geht in die tiefsten Tiefen dieser Welt hinein. Er wird Mensch wie wir. Er sieht die Not der Welt wie wir und er geht hin in die Not, um zu helfen, um zu lindern, um zu heilen. Am Ende erleidet Gottes Sohn selbst die größte Not. Und das war für Luther neu. Das war aber für ihn auch der Halt, der seinem Leben einen neuen Sinn gab. Diese Erkenntnis trug er fortan im Herzen. Und so steht im Mittelpunkt der Lutherrose seines Markenzeichens das dunkle Kreuz im roten Herzen. Das Ganze eingebettet in eine weiße Rose. Und da ist nun die Blume, die Luthers Logo, sein Wappen und Markenzeichen den Namen gegeben hat, die Rose. Rosen sind besondere Blumen. Sie werden oft im Zusammenhang mit hohen Würdenträgern, aber auch mit dem höchsten der Gefühle, der Liebe, zusammengebracht. Wer seiner Liebsten zum besonderen Anlass, wie zum Beispiel dem Hochzeitstag oder dem Valentinstag, keine Rose schenkt, hat schon daneben gegriffen. Deshalb finden wir hier die Rose. Die Rose ist der Inbegriff der Schönheit und hat doch Dornen. In ihr kommt beides zusammen, das Schöne und Vollkommene und das Leiden, der Schmerz. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden, sang Udo Jürgens einmal. Gewiss ein verständlicher Wunsch, aber Liebe ohne Leiden gibt es nicht. Und so hat eben die Rose Dornen. Muss nicht auch Gottes Liebe zu uns Menschen Schmerzen aushalten und Enttäuschungen? Ja, die Rose ist gut geeignet, um Ausdruck für Gottes Liebe zu uns Menschen
zu sein. So wird sie Trägerin für das Kreuz und das Herz in Luthers Wappen. Die Rose in Luthers Wappen ist außerdem weiß. Luther schreibt dazu: Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehen, um anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Frieden gibt. Denn die weiße Farbe ist der Engelfarbe. Wer das Kreuz Jesu im Herzen trägt, ist sicher noch lange kein Engel, aber weiß, was der Glaube an Jesus Christus zu schenken vermag und strebt danach. Solche Rose steht in einem himmelblauen Felde, weil solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang der himmlischen zukünftigen Freude ist. So wieder Luther. Wer Christus im Herzen trägt, der kann den Himmel offen sehen und deshalb das Blau. Schließlich wird alles von einem goldenen Ring umrahmt. Dieser Ring zeigt, wie kostbar der Glaube an Jesus Christus ist und die Früchte, die er trägt. Denn es ist der Glaube an den, der an Ostern auferweckt wurde von den Toten und der lebt. Darauf verweist das Wort vivit, ist lateinisch und heißt, er lebt. Was für ein schönes Symbol, diese Lutherrose. Und was für ein bemerkenswert tiefgründiges Logo. Angelus Silesius schreibt über die Rose: Die Rose ist ohne Warum. Sie blüht, weil sie blüht. Sie achtet nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. So ist es mit Christus und dem Glauben an ihn. Blühen, ohne zu fragen, ob man es sieht. Einfach glauben und leben, was gut tut und dem Leben dient. Vielleicht ein guter Gedanke. Nicht nur im Rosenmonat Juni, sondern zu jeder Zeit. Bleibt gesund und behütet.